Naja, was soll's. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch ändern kann, irgendwie, dass er sich dann nicht umbringt oder so. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Ausgang gibt für die Mission. Ist ja ganz nett. Looking for trouble. Naja. Wir laden mal das nächste Level, was auch immer jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Loading, immer noch. Loading und Saving, Autosaved. Okay, wunderbar, dann kommen wir weiter. Talk to the fixer, Mr. Delius, about hiring runners. Okay, was ist denn? Das ist John Barlett. Und gehen wir mal gucken. Cherry Bomb hat was für uns, okay. Sucht jemand nach mir? Jessica, irgendwer. Warum ist das hier so leer? Okay, es ist noch nicht früh, okay. Also wollen wir mal gucken. Hinten ist also irgendwer. Da gehen wir jetzt mal zuerst hin. Und hier könnten wir jetzt... Ach, da, Jessica. Ah, hier, da müssen wir hin. Jessica Watts. Sam's Sister Jessica. Aus einer anderen Welt, ja. Die sieht wirklich aus, als würde sie nicht hier reingehören. Mrs. Watts? Jessica Watts? Und ich bin Muppet. Okay. Coyote Kontakte hat sie kontaktiert. Das ist ja sehr nett. Und ja, wegen Untersuchung. Ja, er ist nicht natürlich gestorben, er wurde ermordet. Natürlich bin ich nicht die Polizei. Ja, warum würde ich da nicht jetzt die Professionellen da ranlassen? Ja, weil ich bin ja professioneller hier so ein bisschen, ne? Ah, Sam war mein Freund und zweitens, ich werde dafür bezahlt. Sam hat mich angeheuert aus dem Grabe noch. Deadman Switch, genau. Ich versuche mir das mal zu erklären. Nicht schlecht. Ja, sie wollte von ihm weg und jetzt, wo er tot ist, hat sie immer noch mit ihm zu tun. Das ist natürlich doof. Ach ja. Listen to me, Muppet. You seem like a decent person, but I'm trying to move on with my life. Okay. Okay, ja, die Mutter hat sich umgebracht vor einem Jahr anscheinend. Ja, und ich komme der Sache näher, das kann ich fühlen. Also ich bleib da dran. Auf der Straße meint immer noch Ehre irgendwas. Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass es hier emotional für dich ist. Okay. Was brauche ich denn von ihr? Was können wir denn machen? Okay, wann hat sie das letzte Mal mit Sam gesprochen? Okay, wo war sie in der Nacht, als Sam ermordet wurde? Hatte Sam irgendwelche Feinde? Haha, er wäre ein Shadowrunner. Natürlich hatte er Feinde. Okay, wann hat sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Okay, er kann sich nicht mehr daran erinnern, was das war, aber der Barkeeper hat gesagt, dass er sich mit seiner Schwester gestritten hat. Okay. Wo warst du denn, als Sam ermordet wurde? Hatte Sam irgendwelche Feinde? Okay, Sams größter Feind war Sam. Ja, das ist auch sehr nett. Okay.
Ah, ich denke, das war genug. Ja, dann gehen wir zurück in dein Office, genau. Okay, wir sollen also bei dem Begräbnis von Sam dabei sein. Okay, ich werde auf jeden Fall ankommen. 2 Punkte Karma haben wir bekommen. Dann können wir ja eigentlich gleich mal gucken, ob wir das irgendwie ausgeben können. 5 Punkte haben wir jetzt, das ist ja schon mal sehr schön. Spend Karma, 5 Punkte. Okay, was haben wir denn hier so Schickes? Rifle, Shotgun, Melee Weapons, Biotech, sehr schön. Okay, was können wir sonst noch machen? Klasse A Drohnen können wir schon machen. Klasse S Drohnen, was auch immer Klasse S Drohnen sind. Drone Combats. Na, machen wir das mal. Da können wir ruhig mal was für ausgeben. Jetzt haben wir noch 1 Karma über. Ist egal, lassen wir das erstmal so. Und dann können wir ja eigentlich mal gucken, ob wir hier noch irgendwo einkaufen können, so ein bisschen. Ich brauche Kram. Der hat einen Auftrag für uns. Wer bist du? Ach, der aus Coyote. Was haben wir denn von dir gerade? Geht's dir gut? Yep, fein. Okay, sie will so nicht darüber reden. Gino ist tot, sie lebt. Okay. I will. Ich, wenn irgendwas an Arbeit anfällt, soll ich sie über Bescheid sagen. Dann wollen wir mal sehen. Ich möchte erstmal wieder nach unten. Gucken, ob wir irgendwie vielleicht eine neue Drohne kaufen können. Eine, die jetzt etwas besser ist vielleicht. Da können wir Biotech kaufen. Dr. Sarah Castle. Gucken, was du uns anzubieten hast. Okay. Zeig mir mal deine Cyberware. Was hast du denn so Schönes für mich? Cyberlag Basic. Naja, das geht so gerade. Bone Lacing. Der Malpanzerung. Der Hunter Jack habe ich drin. Also doll ist das alles nicht, was die hier anbieten kann. Never mind. Okay, wollen wir mal gucken. Wo konnte man denn jetzt hier noch Kram kaufen? Das gibt's wohl, da gibt's wohl Magienkram. David Fry der Zweite, versuchen wir es mal da. Zeig mal, was du hast. Okay. Cyberdex, All. Na, das sind alles Programme für Cyberdeck. Wir können uns eigentlich mal ein Cyberdeck zulegen, vielleicht. Ist auch ganz nett. ESP2, Evasion 2. Das lassen wir dann erstmal. Wo gab's denn jetzt hier den guten Kram? Bei dir war das, glaube ich, nicht. Du wirst das gewesen sein, schätze ich mal. Zeig mir mal, was du hast. Mal gucken. Drohnen, da haben wir es. Ach, der hat nichts Neues dabei. Das ist aber schade. Okay, Drone Repair Kit haben wir. Weapons, ist alles nicht so doll. Beretta. Okay, das ist natürlich auch was Nettes. Damage 14. Street Sweeper. Das ist auch ganz nett. Aber ich möchte eigentlich dann lieber erstmal bei ihm erstmal ein Deck kaufen, denke ich mal. Zeig, was du hast. Gut, wir kaufen erstmal dieses hier. Was kann man damit machen hier? Area Effect Matrix Attack. Programme. Assassin ESP. Für auch was Nettes. Attacker Expert Systems Programm. Das sind verbrauchbare Sachen. Naja. Firewall. Den können wir mal dazu kaufen, denke ich mal.
Den können wir mal kaufen. Das können wir noch. Shield ist vielleicht auch nicht verkehrt. Jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Angreifen. Blaster. Damage 50. Machen wir mal den Blaster noch mit dazu. Confirm. Okay, dann haben wir Dex. Hallo? So geht jetzt hier gar nichts mehr? Hallo? Hallo? Hier geht nichts mehr. Rein gar nichts. Ich muss mal eben gucken, wie ich das jetzt wieder hingebogen kriege. Sekunde. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe den ganzen Kram eben noch, mal kaufen müssen. Da hat er sich der Spielstand gerade aufgehängt, leider komplett. Und jetzt müssen wir nochmal wieder nach oben, um nochmal mit unserer guten, Coyote nochmal kurz zu reden. Und dann können wir sie auch sofort weitermachen. Da ist sie nochmal. Dann werden wir das nochmal im Schnelldurchgang machen. Ich habe eben bei der anderen Troller, der Schwester von Sam, habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht, gerade beim Klicken, wie ich das eben nochmal machen musste. Die hat jetzt das Bild von ihr und Sam. Nur nochmal so als Information nebenbei. So, wollen wir mal gucken. Was hast du denn so Schönes von uns an Aufträgen? Okay, of course you're right. This is your job to be right. Ich brauche deine Crew. Wie viel wird mich das denn kosten? Okay. 1200 pro Kopf. Okay. Okay. Runners on. Okay. Lass mich die mal sehen. Ich weiß gar nicht, was ich brauche überhaupt an Leuten. 1200. Okay. Shannon. 1500. Tom. Fixer brauchen wir anscheinend. Trolldecker. Schumann Adept. Trolldecker. Ich denke, wir können noch uns noch ein. Ja, ich denke mal, wir werden uns. Was können wir denn mal machen? Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen uns mal einen Street Sam mit. Und dann confirmen wir das Ganze mal. Confirm. Was kommt nun? Er lädt. Irgendwas lädt er. Return to the Docks. Weil das Hacken möchte ich nämlich gerne mal selber ausprobieren. Mal sehen, ob das was wird. Und dann sehen wir mal weiter. So, Muppet hat den Dobermann dabei. Shannon hat auch irgendwas dabei. Irgendwelche wilden Sprüche hier. Okay. Was können wir denn mal machen? Dex. Full. Den Smoker. Würde sagen, den nehmen wir mal eben raus hier. Und dann möchte ich gerne das Deck mit reinnehmen. Das können wir vielleicht brauchen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier bei dem Deck irgendwie die Programme raufbekommen. Oder wie läuft das jetzt? In Stash. Drones. Full, full, in Stash, in Stash, in Stash. Wie denn das jetzt hier? Hallo? Wie kriege ich das Ding da rein? Ich hab doch jetzt hier ein Deck. Versuchen wir das erstmal.